Ja, Dragnosos im Debüt, liebe Freunde. Jemand, der, ja, ich sag mal so auf dem, man kann es nicht 1 zu 1 vergleichen von der Punktezahl her, aber ich sag mal genau dasselbe Niveau wie Scorpio hatte. Jetzt sind wir natürlich noch mehr im Vergleich dazu, als Scorpio angefangen hat. Beide enorm viele Punkte geholt, ohne Wrestler. Stürmen die Spitze, stürmen die Tabelle. Dragnosos hat fast den gesamten Who's Next-Bereich übersprungen. Und ich sag nur, ohne Wrestler. Und er trifft auf jemanden, der ebenfalls viele Punkte holt, aber mit Wrestler. Also es ist möglich, hier sehr viele Punkte in kurzer Zeit zu holen. The following contest is scheduled for one fall, and it is for the Worldwide Championship. Und hier ist er, ein Erfahrener, den wir hier im Miyagi Universe unter Vertrag nehmen konnten. Wir haben lange verhandelt, diesen Elite-Wrestler des Wrestling-Business unter Vertrag zu nehmen, sodass er hier antreten kann. Und er will sich hier durchsetzen im World Miyagi Universe. Ladies and Gentlemen, er hat enorm viel trainiert, um sich hier beweisen zu können. Er will seinen ersten Titel hier heute Abend holen. Den Who's Next Titel. Er macht sich bereit. Deutsches Mitglied der MWO. Ladies and Gentlemen, ich präsentiere euch Dragnosos! Derjenige, der jetzt hier in den Ring kommt, er ist ebenbürtig, denn er ist jemand, der ebenfalls enorm nach oben geht. Seine Karrierestufe, seine Karrierestatistik geht steil nach oben auf dem Weg Richtung Midcard-Titel. Denn den Who's Next-Titel, den trägt er um seine Hüften. Er ist sich auch keiner Herausforderung zu schade. Er hat verteidigt in Einzelmatches, in Triple Threat Matches sogar. Er ist der Fighting Champion! Who's Next Champion des Miyagi Universe? Ladies and Gentlemen, ich präsentiere euch Dark Hunter! Die beiden Wrestler, die werden sich garantiert noch einige Male im Ring gegenüberstehen. Ob es im Who's Next Bereich ist, ob es im Twitch-YouTube Bereich ist oder eventuell sogar mal im World Championship Bereich. Eventuell der Start einer großen Fehde oder einer großen, sowas wie Chris Judge und Snake Eyes, die sich auch auf dem Weg nach oben immer wieder begleitet haben. In a few seconds, the wait is over and we will finally get this match underway. Der Ringrichter präsentiert beiden nochmal, worum es hier geht. Und hält ihn hier hoch für euch, den Who's Next Championship-Titel des Miyagi Universe. Ich verneige mich vor Hamburger 52726. Vielen lieben Dank für dein Follow. Dankeschön. Los geht's, die Glocke ertönt. Michael, nice, well-placed kick to the ribs. Dragnosos legt los, Anfangsphase, wir sind gespannt, was können wir von Dragnosos erwarten? Dark Hunter hat natürlich das Problem. Er hat Dragnosos noch nicht im Ring gesehen, konnte ihn vorher nicht einschätzen.
Aber ist da schon mal so schlecht wie aus? Oder er war schon mal in einer gefährlichen Situation im Triple Threat Match. Da konnte er auch gewinnen. Headbutt von Dragnosos. Da kannte er am Boden. I don't know how much longer he can go. The referee may have to call this match, King. Oh my gosh, this is awful. I'm going to tell you something. Whenever you get hit like that, for the next 15 minutes, everybody you see has an exact win. Da kannte er. Bietet jetzt Paroli. Aber Dragnosos fängt den Schlag ab. Der Kick in den Magen sitzt. Wow, that was a wild strike. Talk about missing. Und da wird er rausgeschlagen. Außen geht's weiter. Der Richter zählt an. Ich glaube nicht, dass einer von beiden den Countout-Sieg sucht. Well, the trick sometimes when you get outside the ring is survival. The match becomes almost secondary when you get near all these dangerous objects. Der Richter ist bei 4. There, the clavicle is extremely easy to break. Inside the ring again. Yeah, und beide wieder im Ring. This is where the action needs to be. He's got him. Uppercut von Hunter. Ja, und da feiert er hier schon. Da ist er sich sicher. Look at those eyes. Und Dragnosos fängt sich die Schläge, die Clotheslines hier ab von Dark Hunter. Dark Hunter jetzt in der Kontrolle. Gegen Dragnosos. Wer wird hier Who's Next Champion, liebe Freunde? Das entscheidet sich in wenigen Minuten. Dragnosos leidet. Dark Hunter legt los. Cover vom Hunter. Dragnosos in Gefahr. 2. Dragnosos kickout. Dark Hunter kann es nicht fassen, dass der Dragnosos hier rauskommt. Swinging DDT hier von Dark Hunter. Dragnosos hält sich den Kopf. Dark Hunter lässt sich hier einiges an Zeit. Dragnosos kann jetzt die Zeit nutzen, hier wieder aufzustehen, aber Dark Hunter, das war wohl Hunters Plan. Zu warten, bis Dragnosos aufsteht. Dark Hunter macht das sehr, sehr geschickt hier, sehr, sehr gut. Will jetzt eventuell zu seinem Finisher kommen. Wer weiß, ob er ihn durchbekommt. Und der End of Days, er geht durch. Dark Hunter. Ganz stark. Und Dragnosos jetzt in der Gefahr. Cover von Dark Hunter. Ist das die Titelverteidigung? 2 und nein, Dragnosos kommt raus. Kick-out von Dragnosos. Ganz große Leistung von Dragnosos. Hier nach dem End of Days, hier noch rauszukommen. Ja, da sieht man, auf was man sich gefasst machen kann bei Dragnosos. Der hat hart trainiert. Jetzt er in der Kontrolle. Punch geht auf den Kopf von Dark Hunter. Noch einer. Und der Spear von Dragnosos geht durch. Der Gegner am Boden. Cover. Reicht das, um den Champ zu besiegen? 2. Nein, das reicht nicht. Dark Hunter kommt raus. Kickout. Eieieiei. Was für ein spannendes Match, liebe Freunde. Dragnosos lässt keine Zeit, verschleudert hier keine Zeit, legt weiter nach an Dark Hunter. Hand am Boden. Und jetzt will er die ganze Sache hier beenden, Dragnosos. Zu seinem Finisher will er kommen. Das sieht mir nach einem RKO aus, der geht durch. Oh, Dark Hunter muss jetzt aufpassen. Direkt das Cover. Sehr schön ausgeführt von Dragnosos. Bein eingehakt, 2 ist das der nächste Titelträger. 3 und das ist er. Wir haben einen neuen Who's Next Champion, Ladies and Gentlemen. Es ist Dragnosos. In einem fantastischen Match konnte er hier Dark Hunter besiegen. Aber auch die Leistung von Dark Hunter war enorm. 2 würdige Champions. Herzlichen Glückwunsch an Dragnosos und für Dark Hunter kann es nur weitergehen. Sein Weg in die Midcard ist geebnet. Alles Gute, Dragnosos.
das Gürtel hast du in deiner Karriere direkt den Titel geholt. Titelträger im Miyagi Universe. Yeah.